Sehr schön, dass Sie gekommen sind zur Reihe Mut zur Nachhaltigkeit. Und da darf ich gleich an den Initiator und Organisator übergeben und wünsche uns allen einen spannenden und schönen Abend. Danke. Herzlichen Dank, Herr Joy, für diese nette Einleitung. Das ist der Herr Dr. Frey von der Technischen Universität Wien und der wird uns nicht nur die Probleme aufzeigen, sondern eben Lösungsmöglichkeiten für einen zukunftsfähigen Verkehr und Stadtplanung. Der Titel seines Vortrages heißt Verkehrssystem und Stadtstrukturen, Auswirkungen auf Lebensqualität und Nachhaltigkeit. So, das geht ja ganz gut, ja. Vielen Dank zuerst einmal. Der Titel der Veranstaltung oder des Vortrags Verkehrssysteme und Stadtstrukturen, Auswirkungen auf Lebensqualität und Nachhaltigkeit, insbesondere der zweite Teil, den habe ich noch ergänzt, um auch ein bisschen einen Bezug zu der Veranstaltungsreihe herzustellen, und ich möchte auch im Beginn einmal in den ersten Folien vielleicht das Thema der Nachhaltigkeit noch adressieren. Nur mal, um auch klarzustellen, dass es auch hier unterschiedliche, ich denke, Strukturen und Denkmuster, aber vielleicht Feinheiten in der Auffassung oder im Denken gibt. Das sind ja die traditionellen Definitionen, die Sie wahrscheinlich vielfach kennen. Das heißt, wir haben diese Teilbereiche Ökologie, Soziales, Ökonomie, die sozusagen so quasi gleichberechtigt hier existieren. Sie sehen das in verschiedenen Darstellungen und in der Mitte sozusagen diesen Begriff der Nachhaltigkeit, der diese Bereiche umfassen soll. Das ist wahrscheinlich bekannt, aber was vielleicht einen bisschen anderen Blickwinkel in der Scientific Community darstellt, ist vielleicht dieser, dass wir, wenn wir diese drei Säulen, Ökonomie, Gesellschaft, Kultur betrachten und sozusagen darüber diesen Aspekt der Nachhaltigkeit legen, nie eines vergessen dürfen, nämlich was die Basis all dieser drei Säulen, Ökonomie, Gesellschaft, Kultur ist. Völlig richtig. Das heißt, ohne der Natur gäbe es uns nicht, gäbe es keine Kultur, gäbe es keine Ökonomie und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben klarerweise eine ganz klare Hierarchie, eine Wertereihung in dieser Geschichte. Wir sind natürlich dazu geneigt, das alles vom menschlichen, anthropozentrischen Standpunkt aus zu sehen und uns immer, wir wissen aus der eigenen Erfahrung, sehr wichtig zu nehmen und das zu vergessen, woraus wir eigentlich entstanden sind, weil es auch zeitlich weit entfernt ist. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir werden dann später nochmal darauf zurückkommen, was die Wechselwirkungen und Wirkungsmechanismen betrifft, dass da unten das grüne Kastel, da haben wir, das hat am meisten Erfahrung. Ganz klar, ne? Die Natur hat sozusagen über die Entwicklung der Erde 4,6 Milliarden Jahre relativ lang Zeit gehabt, ein bisschen zu experimentieren, Trial and Error, zu schauen, was bewährt sich eigentlich im Umfeld und was bewährt sich nicht. Wir sind ja ein bisschen jünger als da, also ein Zehntel in etwa der Zeit, 7-6 Millionen Jahre sozusagen im aufrechten Gang. Das heißt, wir sind ein Experiment in dieser ganzen Geschichte zeitlich und wir müssen sozusagen schauen und erst einmal erkennen, was alles da ist. Ganz kurz noch, es gibt ganz klare Prinzipien und diese, und deswegen zeige ich auch die Folien, sind auch relevant in der Verkehrsplanung, wenn man sie sozusagen vom Systemstandpunkt angeht. Sie werden nur in der traditionellen Sichtweise, ähnlich wie in der traditionellen Sichtweise der Nachhaltigkeit, der traditionellen Sichtweise der Verkehrsplanung, insbesondere auch schon bei der Ausbildung, oft vergessen. Nämlich maximale Effizienz bei der Verwendung von Energie und Ressourcen. Überlegen Sie sich, was das bedeutet für eine gewisse Form der Mobilität. Bedeutet, ein evolutionäres Prinzip ist die maximale Vielfalt an Möglichkeiten. Das heißt, Entstehung eines Systems in Fülle und Vielfalt, also auch hinsichtlich der Multifunktionalität. Denken Sie beispielsweise an den Begriff der Multimodalität, der jetzt immer weiter sozusagen in der Begrifflichkeit auftaucht. Und ganz entscheidend, 100% Recycling. Nichts bleibt quasi über, es gibt keinen Abfall. Alles, was für ein gewisses Teilsystem einen Abfall darstellt, wird von einem anderen Teilsystem wieder verwendet. Das heißt, es gibt ganz klare Wechselwirkungen und es besteht ein Mehrwert, ohne dass gewisse Grundlagen gefährdet werden, sondern ganz im Gegenteil. Die Grundlagen werden durch die Evolution und durch die evolutionären Prozesse permanent in ihrer Vielfalt nicht nur gewürdigt, sondern auch klarerweise beibehalten. Und jetzt möchte ich schon langsam auch zu der ganzen Geschichte zur Verkehrsplanung kommen. Was können wir daraus ziehen oder was können wir daraus lernen, wenn wir die Wechselwirkung zwischen Mensch
und Natur betrachten. Das Ganze ist ein Prozess des Lernens, der Erwartung und der Erfahrung. Sie wissen das alle, wenn Sie kleine Kinder haben, die daheim einmal probieren wollen, auf die heiße Herdplatte zu greifen, jeder probiert es aus, jedes Kind macht das mehr oder weniger und erwartet man halt irgendwas und erfahrt dann irgendwas. Wir alle machen das tagtäglich. Wir beginnen unseren Weg außer Haus mit einer gewissen Erwartungshaltung, die Straßenbahn kommt, ich komme sicher zur Haltestelle etc. etc. Es gibt einen Fahrplan, der alles diese Informationsprozesse und Strukturen, auch das Verkehrssystem ist eine Struktur, sind nichts anderes als Informationsprozesse, die wir aufnehmen, sozusagen verarbeiten und durch unsere Routine klarerweise in diesem Wechselprozess zwischen Erwartung und Erfahrung eintreten. Verkehrssysteme oder Verkehrsstrukturen sind immer im Zusammenhang mit den Siedlungsstrukturen zu sehen. Und es ist ja auch im Titel des Vortrags angesprochen, die Stadtstrukturen im Speziellen. Wir sprechen immer von Geschwindigkeit, wenn wir von Verkehrssystemen sprechen, aber Entwicklung, insbesondere menschliche Entwicklungen in Form von Siedlungen und Städten, sind dort entstanden, wo die Geschwindigkeit null war. Weil die Leute haben sozusagen, sie müssen ja auch stehen bleiben, wenn sie, oder ganz langsam nur können sie unterwegs sein, wenn sie mit jemandem kommunizieren müssen, wenn sie Geld ausgeben, wenn eine gewisse Form von Wirtschaft entsteht, hauen die Leute, haben Sie schon jemanden gesehen, der aus dem Auto das fahrende Geld rauswirft? Nein, der sucht zuerst einen Parkplatz, bleibt stehen und sozusagen gibt dann das Geld aus. Das heißt, die sind überall dort entstanden, wo es topografische Barrieren gibt, wo es sozusagen Zwangspunkte entsteht. Innsbruck ist beispielsweise so entstanden durch die Barriere der Alpen. Es war ja damals nicht möglich oder nicht so einfach möglich, über die Alpen zu kommen. Das heißt, egal wann Sie während der Tageszeit dort unten angekommen sind, dort haben die Leute übernachtet, damit sie am nächsten Tag in der Früh sozusagen die Alpen als Barriere überqueren. So sind damals Siedlungsstrukturen und Städte entstanden, in denen sozusagen die Geschwindigkeit Unterschiede genutzt wurden und in denen sie gebrochen wurden. Das heißt, die Frage ist dann natürlich, in welcher Dichte sind diese Siedlungen entstanden. Dass heute, wenn Sie sozusagen im Land unterwegs sind, immer wieder kleine Dörfer kommen in einem gewissen Abstand, in einem gewissen Raster und dann dazwischen wieder Bezirkshauptorte oder Bezirkshauptmannschaften und größere Orte, liegt ganz einfach an der Reisegeschwindigkeit. Das heißt, es war die Reisegeschwindigkeit der Fuhrwerke mehr oder weniger und des Fußgängers zwischen den einzelnen Gemeinden und diese Fußgängergeschwindigkeit hat auch die Größe der Ortschaften bestimmt, im Durchmesser in etwa von 2 Kilometer. Das heißt, hier können Sie sozusagen schön ans eine Ende des Orts und wieder zurückgehen, das heißt bei 4 km/h. Durchschnittsgeschwindigkeit. Naja, und mit den Pferdefuhrwerken sind dann ja die größeren Städte dazwischen aufgewertet worden. Das heißt, diese ganze Geschichte ist auf Basis der Fußgängergeschwindigkeiten entstanden, mit seinen Geschwindigkeiten, seinen Möglichkeiten der evolutionären Wahrnehmung und vor allem der Begreifbarkeit. Wenn Sie im Auto unterwegs sind, können Sie ja nicht mehr begreifen, was in Ihrem Umfeld vorgeht. Das merken Sie, wenn Sie auf der Autobahn beispielsweise unterwegs sind, dass das Umfeld ganz einfach technisch massiv vereinfacht. Durch Lärmschutzwände, dadurch, dass andere Verkehrsteilnehmer langsamer aus dem Weg geräumt sind, die werden gar nicht zugelassen auf der Autobahn. Sie haben sozusagen ein vereinfachtes Umfeld, Sie haben breitere Fahrstreifen und so weiter und so fort. Das heißt, wir wären ja nicht in der Lage, bei Geschwindigkeiten über 10 km/h sozusagen die Umgebung in einer gewissen Art und Weise noch zu begreifen oder wahrzunehmen. Wenn Sie mit dem Rad in der Stadt unterwegs sind und dann dieselbe Strecke zu Fuß gehen, merken Sie auch, dass Sie bereits, wenn Sie mit dem Rad 15, 20 km/h unterwegs sind und dann zu Fuß gehen, in der Mitte der Fahrbahn oder in der Mitte des Straßenraumes, wie früher einst ja üblich war, ganz andere Dinge wahrnehmen und begreifen. Denken Sie beispielsweise an die Strukturen der alten Fassaden und Häuser, die ja unser städtisches Umfeld zumindest zum Teil noch prägen, wo sie sozusagen noch nicht von den modernen Architekten verunstaltet worden sind. Wir haben, was die Erfahrung betrifft, hier eine immens lange Erfahrung als Fußgänger und also als auf den zwei Beinen mehrere Millionen Jahre und durch diese technischen Gebilde in Form von Siedlungseinheiten und Städten auch eine entsprechend lange Erfahrung, 60.000 Jahre und entsprechend kürzer bei den Städten. Die ganze Geschichte, das ist Robert Riedl, ein Biologe, ein Wiener Biologe, den Sie vielleicht kennen und das ist nichts anderes als wie eine gewisse Darstellung der Evolution. Und zwar der Schichtenbau der Evolution. Sie sehen ganz unten Quanten, Atome, Moleküle, zellulare Strukturen und so weiter und so fort. Und oben am anderen Ende sozusagen der Kosmos der Galaxie. Und dazwischen sind sozusagen wir, die Zivilisation, Kultur und das, was vorher auch auf der ersten Folie als diese drei Säulen der Nachhaltigkeit dargestellt worden ist. Und alles, was wir sozusagen entwickeln, was von uns neu erfunden wird und so weiter, entsteht hier als Zwischenschicht zwischen diesen Schichten, nur, und das ist das Prinzip der Evolution, es muss sich sozusagen nach oben und nach unten bewähren.
Das heißt, es muss in die äußere, in diese Klammer hineinpassen, die geprägt wird von den Rahmenbedingungen des Kosmos und von den Rahmenbedingungen der Atome. Das heißt, wenn ich dieses Glas hier fallen lasse, wissen Sie, was passiert? Das sind die klaren Gesetzmäßigkeiten, die durch den Kosmos vorgegeben werden, des Gravitationsgesetzes, die sich letztendlich bis in die Molekülstrukturen fortsetzen und hineinwirken. So können auch Siedlungsstrukturen ausschauen, nicht nur Siedlungsstrukturen, sondern auch Verkehrsstrukturen. Sie werden sagen, na, wo ist denn da Straßen oder Verkehr? Erstens einmal verkehren die Leute sicherlich ziemlich in dieser Gemeinde, weil sie miteinander kommunizieren. Auch Kommunikation ist eine Form des Verkehrs. Und Sie sehen sozusagen einen ziemlich gut aufgeteilten öffentlichen Raum. Nicht? Das ist Straße, was wir hier sehen. Nur es ist heute in unserem Begriffsbild der Straße, die wir im Kopf eingeteilt haben, so wie viele Planer als Regelquerschnitt in zwei Gehsteige mit Parkspur und Fahrbahn, existiert hier nicht. Aber das ist genauso Straße im wahrsten Sinne des Wortes, insbesondere wenn ich den Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung hernehme, wo eigentlich alle Verkehrsteilnehmer die Straße unter denselben Bedingungen benutzen sollten. Sie sehen aber, hier geht es nicht um die Frage irgendeiner schnellen Erreichbarkeit, da geht es nicht, wo muss ich schnell hin, sondern es geht die Frage der Unabhängigkeit. Und zwar klarerweise der Unabhängigkeit nach außen, aber gleichzeitig der Abhängigkeit der Naturvielfalt und der lokalen Ressourcen. Und Sie haben hier einen enormen Anteil an Mikromobilität, also an lokaler Mobilität. Das sind städtische Strukturen, die sich letztendlich aus diesen anderen Siedlungsstrukturen entwickelt haben, wie hier beispielsweise Lübeck. Kompakter Stadtstrukturen. Sie sehen, jeder Planer wird sagen, das ist ja so unregelmäßig und da gibt es keine geometrischen Muster und so weiter. Wenn man ins Detail reingeht, erkennt man natürlich klarerweise geometrische Muster, aber Sie sehen hier auch eine relativ grüne Stadt. Das heißt, oder ein durchgrüntes Zentrum. Das heißt, Dichte und Grünraum schließen sich nicht aus, wenn ich sozusagen in einem gewissen Maßstab nicht außer Augen verliere, und das ist der Maßstab, adressiert an die vorigen Folien, der Maßstab des Menschen. Das ist Wien, die innerstädtischen dichten Strukturen. Auch hier sehen Sie, dass das eigentlich Dinge sind, die organisch gewachsen sind. Sie sehen Plätze, die Sie Aufweitungen im Straßenraum, kein lineares, monofunktionalen Straßenraum, der mit dem Reißbrett und einem Geraden und nur Geraden gezeichnet worden ist, sondern eben eine abwechslungsreiche Gliederung, die sich letztendlich, wie hier in Salzburg, an solchen Strukturen manifestiert. Das heißt, um dann vielleicht auch noch später auf den Begriff der Lebensqualität zurückzukommen, Lebensqualität kann ja auch als gemessen werden in Form der Attraktivität. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Leute nach Salzburg oder nach Wien kommen, in diese historisch gewachsenen Städte, dann sind da Stadtstrukturen, die vielleicht sozusagen dem Autofahrer nicht so viel Freiraum und Platz bieten, aber die in jedem Fall attraktiv sind, sonst würden dort nicht so viele Menschen als Touristen und auch als Besucher hinkommen. Stadtstrukturen, so wie wir sie qualitätsvoll einschätzen und begreifen und auch wahrnehmen, sind immer geprägt von Menschen im öffentlichen Raum. Dort, wo Sie keine Menschen im öffentlichen Raum antreffen, aus welchen Gründen auch immer, funktionieren die Stadtstrukturen nicht. Das heißt, dort, wo Menschen im Straßenraum sind, findet Handel statt, dort findet Begegnung statt, dort findet Kommunikation statt. Das, was Städte ja ausgemacht hat und warum der Grund, was auch der Grund war, warum Städte entstanden sind. Überall auf der Welt, nicht nur in Bozen, sondern auch hier, wie hier in Istanbul. Das heißt, dort entstehen Märkte, dort begegnen sich die Leute. Städte können aber auch so aussehen, moderne Städte aus den USA, die am Tropf des Erdhöls hängen. Das heißt, Sie sehen auch vielleicht Bezug nehmend auf dieses evolutionäre Prinzip der Vielfalt und der Fülle, der Abwechslungsreiche, wenn ich hier weiter reingehe, dann schauen diese Strukturen relativ monofunktional aus. Das heißt, hier wissen Sie nicht mehr, haben, und hier auch entsteht auch kein Identitätsgefühl, wenn Sie in so einer Siedlung wohnen. Ich wohne in dem Haus Nummer XY. Das heißt, in diesem Umfeld kann klarerweise keine Identifikation des Individuums mit der Stadt stattfinden. Und weil Sie am Beginn, oder weil es auch am Beginn angesprochen worden ist, was die mechanische Form der individuellen Mobilität des Autoverkehrs sozusagen für Landschaft, Menschen und Umwelt und so weiter bedeutet, am schlimmsten oder einen enormen Schaden richtet sie natürlich auch bei den Menschen selbst an. Weil natürlich eine Wahrnehmung, und die Wahrnehmung prägt unser Sein, durch die Windschutzscheibenperspektive natürlich eine andere Wahrnehmung der Stadt bedeutet. Zwangsläufig, wenn Sie sozusagen in dieser 2 Tonnen Stahl unterwegs sind und, Ihre, und dann noch mit 30, 40, 50 km/h, dann tun Sie sich natürlich schwer, Dinge überhaupt wahrzunehmen, frischer Wind und so weiter und so fort.
Das heißt, das dehnt sich natürlich dann flächenmäßig aus auf diverse Strukturen, die Sie sicherlich kennen aus den USA. Und die Frage ist natürlich, wie nachhaltig solche Stadtstrukturen sind. Und diese Strukturen können nur am Leben erhalten werden mit einem entsprechenden Verkehrssystem. Nämlich eine monotone und einfältige Umgebung wollen Sie ja relativ schnell verlassen und dazu brauchen Sie klarerweise das Auto. Wir haben, und das ist wahrscheinlich das Problem, Sie finden es heute überall auf der Welt, Planer ausgebildet, die überhaupt keine Kenntnisse von den Nutzer haben. Und zwar von den Bedürfnissen genauso wie von den Verhaltensweisen. Sie sehen hier so eine klassische Geschichte in Wien. In der Zwischenzeit schüttet man ja die Unterführungen schon wieder zu. Teilweise werden noch immer welche eröffnet. Unlängst bei einer Fußgängerkonferenz eine Broschüre gefunden für einen Fußgängertunnel in Wien, der jetzt neu eröffnet wird. Also auch nicht mehr am aktuellen Stand die ganze Geschichte. Aber Sie sehen, diese Sachen werden natürlich gar nicht angenommen, nicht? Weil wenn Sie sehen, so planen die Ingenieure und da unten so verhalten sich die Leute. Ne? Das ist das Dilemma. In der Zwischenzeit hat man natürlich begriffen, was da dahinter steckt. Das ist nichts anderes als Körperenergie. Es ist enorm energieaufwendig für die Leute, sozusagen Stiegen zu steigen, Höhen zu überwinden. Das ist eines der Formen, wo wir sozusagen sofort probieren, Energie einzusparen und den kürzesten Weg einfach suchen. Sie merken selber, wenn irgendwo am Gehsteig ein rechter Winkel wäre, dann schneiden Sie den auch sozusagen im 45-Grad-Winkel ab, weil wir einfach dazu getrimmt sind. Das sind diese evolutionären Prinzipien der Energieeffizienz, der Energieminimierung, die in uns stecken. Und so verhalten sich die Menschen. Das zieht sich natürlich so weit durch, dass uns das Auto am bequemsten macht, Energie zu sparen, weil wir können uns auf einmal im Sitzen fortbewegen und das mit enormen Geschwindigkeiten. Wenn Sie das vergleichen mit dem Energieaufwand, den Sie zurücklegen müssten, wenn Sie beispielsweise eine Stunde mit 30 Kilometer laufen würden, weil immer wieder behauptet wird, na 30 km/h ist eh schnell, dann muss man mal sagen, na, soll er mal 30 km/h stundenlang laufen, dann wieder sehen, dass ihm das ziemlich viel Körperenergie kostet. Wir haben natürlich keinen Bezug mehr dazu. Das ist das Problem, weil wir heute glauben, 30 km/h ist langsam, weil wir mit Geschwindigkeiten hantieren, die jenseits der evolutionären Begreifbarkeit in der Zwischenzeit sind, und das sind alle Geschwindigkeiten weit über 30 km/h. Und so gehen die Leute unten, also das ist dasselbe Foto sozusagen von oben runter fotografiert, von dieser Überführung, und Sie sehen da auf der Seite hat man dann noch versucht mit so Absperrgitter, die Sie sicherlich auch öfters kennen und in Wien wahrnehmen und für Sie Barrieren bedeuten, hat man noch versucht, das zu unterbinden, dieses menschliche Verhalten, was klarerweise in jedem von uns steckt, hier den kürzesten Weg zu nehmen. Also Sie sehen einen massiven Unterschied zwischen dem, was eigentlich Planer tun oder begreifen, und das Missverständnis, wie sich Menschen eigentlich verhalten in solchen Strukturen. Oder hier, das ist der Zebrastreifen, nicht? Wir sprechen immer von Barrierefreiheit. Sie sehen, das ist in Bangkok, das heißt, wir bewegen uns so ein bisschen auch um den Globus herum. Aber es war nicht so lange her, wo es bei uns nicht in diesem Ausmaß, aber ähnliche Barrieren für Fußgänger gegeben hat und zum Teil natürlich heute auch noch gibt. Also wir sprechen immer wieder über Erreichbarkeiten, aber die Frage ist immer erreichbar für wen? Für den motorisierten Individualverkehr, für den Autoverkehr ziemlich gut erreichbar, aber für einen Fußgänger, der auf die andere Straßenseite will, schaut die Geschichte anders aus. Das heißt, das Ganze zieht sich durch die Welt durch. Wir haben natürlich gelernt, beginnend in den 50er Jahren, die Fußgänger radikal aus dem Straßenraum zu entfernen. Der Fußgänger war ja immer Teil des öffentlichen Raumes in den Städten und ist es Gott sei Dank heute noch in vielen Städten. Aber man hat natürlich begonnen, hier eine klare Prioritätenreihung zugunsten des Autos zu verwirklichen. Oder diese Geschichte zum Beispiel. Das heißt, so schaut die Sache aus. Und jetzt werden Sie sagen, naja, das ist irgendwo in den USA und so weiter, das tangiert uns nicht. Und hier haben Sie aus den 50er Jahren Fußgänger nicht wie die Hühner über die Straße laufen. Aus einer Verkehrserziehungsmaßnahme in den 50er Jahren in Österreich. Das heißt, so schaut die Geschichte eigentlich aus. Da hat sich natürlich massiv was verändert, aber dieses Gedankengut ist natürlich zum Teil heute noch immer manifest, indem ich halt irgendwo Absperrgitter errichte. Jede Verkehrslichtsignalanlage ist im Grunde genommen basiert auf den Überlegungen, auf den Denkweisen dieser Geschichten. Ne? Weil heute, wo heute Verkehrslichtsignalanlagen aufgestellt werden, wo eigentlich kein Grund dafür besteht, aufgrund der argumentierten Verkehrssicherheit, dann ist das grundgenommen kein Problem des Fußgängers, sondern ein Problem der hohen Geschwindigkeiten. Oder denken Sie an die Verkehrssicherheitsdiskussion im Winter, wo immer wieder vom Kuratorium behauptet wird, die Leute müssen sich Warnwesten anziehen, die Fußgänger und Rückstrahler drauf tun und so weiter und so fort, damit sie besser gesehen werden. Na, wenn der mit 10 oder 5 km/h unterwegs wäre, wie es eine Zeit lang der Fall war in den Städten, für die Autos, dann hätte auch genug Zeit, mich zu erkennen am Straßenrand. Also zum Beispiel, weil ich es erwähnt habe, den Red Flag Act gibt es, den sogenannten, wo eben ein Mann vor dem Auto am Beginn, wie die Autos in die Stadt gekommen sind, vorangegangen ist im Auto mit einer roten Fahne.
Das heißt, das war zivilisierter Umgang mit mechanischer Mobilität, mit dem Auto, weil der hat hinten nicht schneller fahren können, als wie der vor ihm gegangen ist. Das heißt, da war klar, Moment, aufpassen, alle anderen, hier kommt ein Vehikel, eine Maschine, die sozusagen die Verkehrssicherheit beeinträchtigt und wo es heißt, Achtung, aufpassen. Aber diese außergewöhnliche Situation haben wir im Grunde genommen durch die Infrastruktur, die wir errichtet haben, die letzten Jahrzehnte zur Normalität gemacht. Ein Problem hinter der ganzen Geschichte, das immer wieder vergessen wird und das in allen Diskussionen, wenn Sie mit Verkehrsplanern diskutieren, aber auch mit Politikern, egal was, das im Grunde genommen unser aller Leben durchzieht, nämlich das der Geschwindigkeit. Und zwar nicht nur der Verkehrsgeschwindigkeit in dieser Form, sondern klarerweise der Geschwindigkeiten des Verkehrssystems, das sich in vielen anderen, im Wirtschaftsbereich, im sozialen Bereich, im politischen Bereich letztendlich auch manifestiert. Das heißt, diese Huldigung der Geschwindigkeit, schneller, weiter, größer, höher, hat sich in der Zwischenzeit natürlich zu einem Dogma ausgeartet, dass es immer schwieriger macht, den Begriff der Entschleunigung überhaupt salonfähig zu machen, bei bestimmten Personen. Weil natürlich hinter jeder Beschleunigung auch Konzentrationseffekte liegen und Beschleunigung bedeutet auch immer für gewissen Personen Macht. Und wenn Sie heute natürlich diskutieren mit Entschleunigung in Zeiten, wo noch immer Autobahnen gebaut werden oder auch wo man von Hochgeschwindigkeitszügen redet, ist das natürlich ein heißes Wort, ein Stichwort. Das Problem aber, was entstanden ist, um vielleicht da noch darauf zurückzukommen, ist, dass wir mit der Geschwindigkeit des Verkehrssystems ein enormes Wachstum unserer Städte, und zwar nicht bevölkerungsmäßig, sondern insbesondere flächenmäßig, provoziert haben. In Wien haben ja bereits um 1900 2 Millionen Menschen gewohnt, auf viel engerem Raum, zugegebenermaßen. Aber Sie sehen, was dann letztendlich erst passiert ist, das ist hier am Beispiel Berlin, mit den gestiegenen Geschwindigkeiten, vor allem zuerst durch die Straßenbahn, aber dann letztendlich auch durch das Auto. Die Straßenbahn war ja noch ein geschlossenes System, da haben Sie zuerst zu Fuß zur Haltestelle gehen müssen. Das heißt, da waren die Strukturen noch relativ sozusagen unantastbar. Und dann natürlich durch das Auto und durch die Geschichte mit dem Parkplatz ist die Explosion der Städte flächenmäßig erst dann entstanden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn ich mir anschaue, in welchem Radius, in welcher Dimension, in welchem Ausmaß die Fußgängergeschwindigkeit war um 1900 und wie die Geschichten heute aussehen im Zeitalter der Zersiedelung, des Urban Sprawls, dann sehen Sie, dass das Auto und seine Geschwindigkeit letztendlich massiv daran beteiligt war. Das heißt, höhere Geschwindigkeiten zwangsläufig zu längeren Wegen, weil es einen Unterschied macht, ob Sie in der kleinen Stadt mit niedrigen Geschwindigkeiten unterwegs sind oder in der längeren. Wir sprechen immer von Mobilität und in allen Verkehrsplaner-Geschichten wird immer wieder davon gesprochen, als ob Mobilität Selbstzweck wäre. Aber wir dürfen nicht vergessen, das wissen Sie am besten oder jeder von uns, hinter jedem Weg, den wir zurücklegen, steht ein Wegezweck. Das heißt, wir sind mobil, weil wir einkaufen gehen müssen, weil wir arbeiten gehen, weil wir Freunde treffen, weil wir Ruhe und Erholung suchen und so weiter und so fort. Das heißt, und das ist entscheidend, es ist entscheidend, ob Sie diese Dinge in der Nähe erleben und erfahren können oder ob Sie weite Distanzen dafür zurücklegen müssen. Das Problem ist, das setzt sich natürlich bis in die Dogmen der Verkehrsplanung und der Verkehrsingenieurwissenschaften fort, indem die Verkehrsplanung oder bestimmte traditionelle Verkehrsplaner das Zurücklegen von Kilometern als Verkehrsleistung bezeichnen. Als ob es eine Leistung wäre, sozusagen den Aufwand zu erhöhen und längere Wege fürs Einkaufen und für die Arbeitswege zurückzulegen. Das ist ein Verkehrsaufwand und keine Verkehrsleistung. Mobilität steht, und das ist entscheidend, in Wechselwirkung mit vielen anderen Disziplinen. Das ist ein sehr interdisziplinares Feld. Ich habe es über den Faktor der Geschwindigkeit schon angesprochen. Steht in Wechselwirkung klarerweise mit diesen ganzen Prinzipien der Nachhaltigkeit für diese Teilbereiche Ökonomie, Gesellschaft, Kultur und so weiter und so fort. Wenn wir Strukturen beeinflussen, dann beeinflussen wir das Verhalten. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, wir haben es ja beim Verkehrssystem nicht mit einem System entstanden, das so zufällig auf uns herniederbricht, sondern das ist menschengemacht. Und was menschengemacht ist, wenn ich Probleme wahrnehme, so wie sie die letzten Jahrzehnte wahrgenommen worden sind, dann kann ich auch sozusagen die Geschichte auch wieder dementsprechend verändern. Der Architekt Mitscherlich hat einmal gesagt, unsere Stadtstrukturen sind wie ein Prügelstab, der uns permanent auf uns einprügelt und unser Verhalten prägt. Das heißt, so wie die Strukturen sind, die uns umgeben, so verhalten wir uns auch.
Das heißt, es ist gar niemandem einen Vorwurf zu machen, wenn er mit dem Auto fährt oder wenn er dafür ein anderes Verkehrsmittel benutzt, sondern der benutzt das Verkehrsmittel, was ihm von seinem ganz egoistischen Standpunkt aus für diesen Wegezweck am bequemsten erscheint. Und sei es eben nur, um am Wochenende ins Grüne zu fahren und die Stadt zu verlassen. Ganz klare Strukturdefizite, die dahinter stehen, oder wenn man so will, Bedürfnisse. Das heißt, die Suche nach Ruhe und Erholung, nach Grünraum, nach Bewegungsfreiheit steckt dahinter. Und das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum viele heute noch immer ein Auto besitzen, weil sie eben am Wochenende gemeinsam mit der Familie das suchen, weil sie es in der Stadt und in den Stadtstrukturen nicht finden können. Und das Entscheidende ist, diese Geschichte gilt nicht nur auf individueller, sondern auch auf Systemebene. Was bedeutet das? Wenn Sie quasi Fahrbahnen bauen, dann wirkt das nicht nur in den äußeren gebauten Strukturen, in denen beispielsweise Shoppingcenters entstehen, entlang von Autobahnknoten oder entlang von Kreisverkehren auf Zufahrten zu Autobahnen, sondern es passiert auch auf dem inneren Spektrum was. Wenn Sie Fahrbahnen bauen, beginnen die Leute Auto zu fahren. Wenn die Leute beginnen Auto zu fahren, dann verlängern sich ihre Distanzen, reduzieren sich ihre Sozialkontakte in der Nähe und so weiter und so fort. Das heißt, de facto der Geschwindigkeit zieht sich sowohl auf der individuellen Seite durch, und zwar innerlich als auch äußerlich. Äußerlich durch mein Verhalten, innerlich durch meine Sichtweise auf die Welt, die Windschutzscheibenperspektive, die ich angesprochen habe, und äußerlich klarerweise durch die Strukturen, sowohl auf der sozusagen Systemebene, durch die Entstehungen der Wechselwirkungen, als auch auf der singulären Ebene. Das heißt, diese Ursachen für die Probleme liegen in den Strukturen und die sind gemacht, das heißt, wir machen uns auch die Probleme. Und das haben wir ja sozusagen konsequent betrieben. Wenn ich anschaue, in die 50er Jahre sind die Leute noch durchwegs mit dem öffentlichen Verkehr oder zu Fuß zur Arbeit gegangen. Sie sehen, das hat sich dann massiv verändert bis in die 2000er Jahre. Und wir sind heute dabei, mit viel Mühe und viel Aufwand, das wieder in eine andere Richtung zu bringen. Zuerst vielleicht die negativen Beispiele, dann werde ich noch ein paar positive zeigen. Und Sie sehen, weil wir auch jetzt wieder über die Lobau-Autobahn diskutieren, was hier entsteht, wir bauen Stauanlagen. Wir behaupten immer, ja, wir müssen Straßen oder Fahrbahnen dazu bauen, wenn es staut, oder? Das erleben wir ja selber, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und glauben, irgendwo jetzt staut, wenn da jetzt eine Fahrbahn mehr zusätzlich wäre, wird es weniger stauen. 20 Minuten habe ich noch. Okay. Ich bin in etwa bei der Hälfte, glaube ich. Die Geschichte. Und das hat man natürlich hier konsequent betrieben. Das heißt, Sie sehen, was hier passiert ist, mit jeder Spur, die man auf der Südosttangente, der stärkst befahrenen Straße in Österreich, dazugelegt hat, desto mehr Autos sind entstanden. Klarerweise, wenn ich das Angebot herstelle, dann klarerweise kommen auch, wenn ich die Fahrbahnen produziere, kommen auch die Autos. Das heißt, das sind die alten Geschichten aus der Schlachthausgasse, das hat man den Leuten, die Schlachthausgasse war ja früher die Route sozusagen über die Donau, bevor die Südosttangente entstanden ist. Da hat man damals gesagt, na 22.000 Autos auf einer städtischen Straße, das ist viel zu viel, da brauchen wir eine Umfahrungsstraße. Und die Experten haben gesagt, na, wenn wir die Umfahrungsstraße bauen, sinken die Verkehrsbelastung auf 7.000. Die Leute und die Politiker haben das natürlich geglaubt damals. Und das Problem war, 10 Jahre später war dann das auf der Schlachthausgasse, nur was man vergessen hat, plus dem, was auf der Südosttangente unterwegs ist. Das heißt, so wirkt das System. Und das ist das Problem. Sie sehen, das versprachen die Planer und das ist letztendlich eingetreten. Das heißt, Stau auf allen Ebenen. Und wenn Sie das vergleichen, so hat die Wien, die Reichsbrücke ausgesehen in den 50er Jahren, einen Model Split, den man sich wahrscheinlich heute wünschen würde. Sie sehen viele Radfahrer, Fußgänger, relativ breite Gehsteige, die Straßenbahnen voll besetzt an einem Badesonntag und so schaut die Geschichte heute aus. Das heißt, es ist ja illusorisch zu glauben, wenn wir die Strukturen so herrichten, dass die Leute nicht entsprechend ihr Verhalten anpassen. Das ist die eine Sache, aber auch, um auf die innere zurückzukommen, es ist ein Unterschied, wenn Sie sozusagen hier in der Mitte als Radfahrer oder Fußgänger an der Oberfläche über die Reichsbrücke gegangen sind, dann haben Sie, wenn Sie am Zenit der Brücke am höchsten Punkt waren, einen Blick auf den Stephansdom, aufs Riesenrad, auf Ihre Stadt gehabt. Das heißt, das war eine Identifikation, hat stattgefunden, zwangsläufig auch stattfinden müssen, aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten mit dem Umfeld. Und Sie wissen, wo heute hier die Fußgänger unterwegs sind, eingespannt unter der Brückenkonstruktion oder im Schwarzen Loch in der U-Bahn. Das heißt, hier kann keine Identifikation mehr mit der Stadt stattfinden. Und wenn Sie selbst als Autofahrer unterwegs sind, wollen Sie schnell vorbei, weil die Strukturen, die man dort in der Zwischenzeit errichtet hat, alles andere als schön sind. Ganz kurz, um auf das zurückzukommen, was ich am Beginn zwischen Erfahrung und Erwartung adressiert habe. Und das Beispiel der heißen Herdplatte. Oder ist egal was, Sie merken es ja selber, wenn Sie sozusagen Vermeidungslernen bewältigen,
Und zwar passiert das Vermeidungslernen ganz einfach, man greift einmal drauf, man greift vielleicht ein zweites Mal vielleicht nochmal drauf, aber irgendwann gewöhnt man sich's ab. Das heißt, wir begreifen das, was uns außen, also Sie sehen hier den, auf der Y-Achse den Prozentsatz der Reaktionen und unten die Aufeinanderfolge der Versuche. Also sozusagen irgendwann begreifst du der Plätzte, dass er irgendeinen Fehler nicht wiederholt, oder B, nach oben gezeichnet als Trainingsserie oder als Befolgungslernen, er begreift einmal, dass er mit einem gewissen Verhalten positiven Feedback bekommt, das heißt, er verhält sich weiter und nähert sich dieser 100%-Geschichte an. Was bedeutet das für den Verkehr? Wir sagen immer, wenn wir irgendwo eine Spur wegnehmen, weil wir jetzt gerade gesagt haben, naja, wenn wir sozusagen Spuren dazulegen, Fahrbahnen, dann entsteht mehr Autoverkehr, das wollen wir eigentlich nicht, also sollten wir eine Spur wegnehmen. Da wird immer behauptet, na, dann gibt es einen Stau, ne? Wenn wir Spuren wegnehmen, und Sie werden überall, wo Sie das beobachten, wenn man Spuren wegnimmt, dann entsteht nur ganz kurzfristig, wenn überhaupt, ein Stau, und der ist in mehreren Tagen genau nach dieser selben Funktion, nach der mathematischen des Vermeidungslernens abgeklungen. Das können Sie überall beobachten, in Deutschland. Sie sehen hier in Heidelberg wurden aufgrund der Richtung eines Fahrradstreifens der Querschnitt von 3 auf 2 Spuren reduziert. Genauso bei anderen, wo Sie die Stauzeiten nach derselben mathematischen Funktion entwickeln können. Wir haben uns das Ganze angesehen in Wien. Sie erinnern sich, bei der Europameisterschaft war der Ring gesperrt, 1 Monat lang. Ist auch im Vorfeld behauptet worden, es wird massive Staus und so weiter geben. Und Sie sehen hier am linken unteren Diagramm die grüne Kurve, die so den Knick nach oben macht. Das haben die Verkehrsmodelle, die Verkehrspläne, die traditionellen verwenden, ausgespuckt. Das heißt, die haben gesagt, na klarerweise, was am Ring unterwegs ist, muss sich auf die Zweierlinie umlegen, da wird es zu massiven Staus kommen. Sie sehen das oben, das war sozusagen das, was im Prinzip der kommunizierenden Gefäße ausgerechnet wurde. Und unten die violette Kurve ist tatsächlich eingetreten. Das heißt, wir hatten auf der Zweierlinie weniger Autoverkehr als wie im Vergleichsmonat des Vorjahres, 2008, 2007. Das heißt, der Verkehr ist nicht nur verschwunden, sondern er ist im insgesamten Umfeld weniger geworden und die Leute sind dann auf einmal in der U-Bahn unterwegs gewesen. Das wurde prognostiziert und der grüne Pfeil ist eingetreten. Das kann man überall auf der Welt nachweisen. Sie sehen, da gibt es zahlreiche Studien dazu, ich will da gar nicht im Detail darauf eingehen. Um zu den Zielen zu kommen, die Stadt Wien ja, und das ist der nächste Punkt, sozusagen sich auferlegt hat. Wir haben ja klar gesagt, wir wollen den Anteil im öffentlichen Verkehr stärken, wir wollen den Anteil der Fußgänger und Radfahrer stärken und jenes der Pkw-Fahrer reduzieren. Sie sehen auf 23% bis zum Jahr 2020. Das heißt, wir sind jetzt zurzeit bei 29%. Also Sie sehen, es sind schon mehr Leute nach den neuesten Statistiken ähnlich viele zu Fuß unterwegs als wir mit dem Pkw. Wir haben das im Radverkehr genauso gemacht. Man ist ja schnell drauf gekommen, naja, Moment, wenn wir Fahrbahnen bauen und die Leute beginnen, ein Auto zu fahren, dann müsste das ja eigentlich im Radverkehr genauso funktionieren. Das heißt, Sie sehen, 72, 73 wurde damals primäres Ziel die Schaffung menschenwürdiger und lebenswerter Umweltbedingungen für die Stadt formuliert, also schon ein Zeitalter her. Aber die Förderung des Radverkehrs wurde damals nicht berücksichtigt. 1970 23 Kilometer, heute haben wir rund 1200 Radverkehrsinfrastruktur. Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung, meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Tool, weil es sozusagen sie wenig baulich machen müssen, aber trotzdem einen enormen Effekt auf die auf das Verkehrsverhalten haben. So hat der Stephansplatz ausgesehen, bevor er umgestaltet worden ist. So schaut er heute aus. Das heißt, wir können die Strukturen und damit das Verhalten klarerweise beeinflussen. Dort waren 60.000 Autos unterwegs auf der Kreuzung und Sie sehen heute fast keine Autos oder gar keine Autos und dafür viel mehr Fußgänger. Und in jedem Auto sitzt aber nur einer drinnen mit oder statistisch 1,2 mit entsprechender Anzahl an Brieftaschen und auf einem Autostellplatz kriegen Sie 10 Leute unter, das heißt, dort wo ein Auto parkt, können Sie ja quasi 10 Leute aufhalten, flanieren gehen und so weiter. Das wurde konsequenterweise fortgesetzt mit diesen Haltestellen-Cups, die Sie alle kennen, die ein bequemes Einsteigen in die Straßenbahn ermöglichen. Wir haben begonnen, den öffentlichen Raum sozusagen schön langsam herzurichten. Auch solche Geschichten, das beginnt ja im Detail. Dort, hier war der Ausgang einer Kirche und haben wir vorgeschlagen, wenn die Leute aus der Kirche kommen, stolpern sie nur in die Autos rein. Und in Wirklichkeit stehen da aber immer nachher, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie nachher wollen, die Leute sich noch unterhalten und plaudern und so weiter. Das ist ganz einfach gegangen und haben wir gesagt, man tut da nicht immer wieder solche Boller hin oder irgendwelche Absperrungen, sondern macht halt einfach hier 4 Bankerl, wo die Leute sich kurz niedersetzen können. Also es geht auch mit einfachen Maßnahmen, kann man einiges bewerkstelligen, insbesondere sozusagen auf den sozialen Bereich und auf den Aufenthaltsbereich, Aufenthaltsfunktion des öffentlichen Raums Bezug nehmend. Das ist in Wien passiert. Das ist noch nicht ganz durchgedrungen. Vielleicht zur Erklärung, Sie sehen da unten die Veränderung im Pkw- und Kombibestand an der unteren Achse.
Das heißt, die Zunahme und Abnahme an der Zahl der BKW in der Stadt. Und Sie sehen auf der Y-Achse die Bevölkerung in den jeweiligen Bezirken. Rot sind die Bezirke in den Jahren 1991 bis 2001 und blau in der Punktveränderung in 2002 bis 2008. Und Sie sehen, was passiert ist. Rechts, alles, was rechts ist, sozusagen positiv. Während in der Periode vor 2000 sozusagen die Veränderung im BKW und Kombibestand positiv war, also wo die Leute Autos gekauft haben, ist gleichzeitig die Bevölkerungszahl nach unten gehend in den meisten Bezirken, insbesondere innerstädtisch, zurückgegangen. Klar? Und das hat sich massiv geändert seit den 2000er Jahren. Sie sehen, auf einmal geht der Autobestand zurück. Immer mehr Leute haben kein Auto, insbesondere in diesen innerstädtischen dichten Bezirken, und zwar in einer Fülle dieser Bezirke. Und gleichzeitig nimmt die Bevölkerungszahl wieder zu. Das heißt, die Strukturveränderungen und die ehemaligen Zielsetzungen, die in die 70er Jahre im Grunde genommen zurückliegen, beginnen ganz langsam sozusagen Wirkung zu zeigen. Nicht nur im Mobilitätsverhalten, sondern auch in Bereichen des Wohnens und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich Strukturen schaffe, wo ich so einkaufen kann oder so. Und das hat nicht nur ist nicht eine Frage nur der Mobilität, sondern eben dieser allen Teilbereichen oder dieser Wechselwirkungen, die das Verkehrssystem bedingt und die hier zusammenspielen. Weil wenn Sie sich die Beschäftigungseffekte beispielsweise ansehen zwischen den kleinräumigen innerstädtischen Strukturen im Vergleich zu den großräumigen außerstädtischen, also der Shoppingcenters verglichen mit kleinen Kreislern oder kleinen Lebensmittelhandel in der Innenstadt, sehen Sie, dass wir pro umgesetzten Euro innerstädtisch fünfmal so viele Menschen beschäftigen können. Das heißt, Verkehrssystem ist auch eine Frage der Ökonomie, ist eine Frage der sozialen Betrachtungsweise und so weiter und so fort. Und insbesondere eine der kulturellen. Das heißt, wenn ich den öffentlichen Raum verändere, dann muss ich darauf Bedacht nehmen, dass hier nicht Lärm, Luftverschmutzung etc. zunimmt. Öffentlicher Raum hat immer so ausgesehen, Jahrtausende lang in den Städten. Das heißt, er war geprägt von Menschen. Und zwar Menschen, die nicht gemaßregelt irgendwo auf den Gehsteigkanten, auf den Restflächen verdrängt waren, sondern die klarerweise sich in der Mitte aufgehalten haben, der Straße meistens, die dort aufeinander getroffen sind, war geprägt von Bewegungsfreiheit, von Begegnung, von Handel und von allen diesen Aspekten, die eben eine Stadt ausmachen. Das heißt, der öffentliche Raum als Lebensraum ist vorrangig ein Raum des sozialen Austausches und er ist ein Raum der Sozialisation. Dort lernen Kinder sozusagen Mensch werden. Sie können sich natürlich vorstellen, was sozusagen die Stadt produziert, wenn Kinder dann in solchen Bereichen aufwachsen. Das heißt, hier ist alles das, was eigentlich eine Stadt und Stadtqualität ausmacht, verloren gegangen. Sie sehen diese Geschichten da unten, selbstständiges Handeln, Lernen, Erkennen der persönlichen Grenzen. Ganz entscheidend, insbesondere in einer Zeit, wo wir versuchen, Grenzen entweder aufzulösen oder glauben, sie auflösen zu müssen oder zu verschieben. Autonomie, selbstständige Mobilität, wo lernen Kinder im städtischen Raum Radfahren? Ohne Beaufsichtigung etc. Identifikation und Rückzugsmöglichkeiten, wo habe ich das? Wo können Kinder lernen, wie es ist, auf einem Baum zu kraxeln und einmal nicht nur auf die Erwachsenen hinaufzublicken, sondern vom Baum auf die Erwachsenen hinunterzuschauen? Sicherheit und räumliche Vertrautheit, wo kann das passieren in einem städtischen Umfeld, das geprägt ist von diesen negativen Auswirkungen? Soziale Kontakte, denken Sie an die Barrierewirkung der Straße, selbstständige Erreichbarkeit etc. Also es gibt ja Untersuchungen beispielsweise in der Schweiz von Kindern, die in Begegnungszonen, sogenannten Begegnungszonen, sind Straßen, die entsprechend gestaltet sind und eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h aufweisen, die einfach ein viel ständiges Mobilitätsverhalten haben und klarerweise nicht nur das Mobilitätsverhalten, sondern insbesondere ein, bin schon fertig? 10 Minuten noch passt, sondern insbesondere ein insgesamtes eigenständigeres Wesen und Sein, klarerweise. Und damit sozusagen die Fähigkeiten letztendlich auch in einer Gesellschaft sich zu artikulieren und sozusagen zu wissen, wer man ist. Das ist ja ein immerwährendes größeres Problem in Zeiten der Politikverdrossenheit, in Zeiten, wenn Sie beispielsweise diese alten Bilder, ich habe nur eins gezeigt, aber wenn Sie sich mehrere mal anschauen, die Fenster waren immer offen. Und immer offen zur Straße hinaus, weil auf der Straße, und das war soziale Kontrolle. Wenn draußen irgendwer geschrien hat, dann haben 10, 15 Leute mal aus dem Fenster geschaut, weil man wissen wollte, was Sache ist. In der Zwischenzeit haben wir genau das Gegenteil sozusagen. Alles zieht sich nach hinten, in die Höfe. Der Nutzungsdruck auf die Höfe steigt. Dort ist vom Kinderspielplatz sozusagen bis zur Erholungsoase, soll dort alles untergebracht werden, was früher alles im öffentlichen Raum der Fall war, nicht? Und die soziale Kontrolle war da. Heute wird ja nach außen, werden entweder Glasfassaden errichtet oder Lärmschutzfenster, damit man ja nichts mehr mitkriegt vom öffentlichen Raum. Ist klar, es findet ja auch nichts mehr statt. Das heißt, wir haben hier enormen
Fläche, enorme Fläche in der Stadt, die wir heute falsch und ineffizient verwenden. Das wird uns in Zukunft insbesondere, weil die Städte wachsen, sozusagen auf den Kopf fallen. Wir sprechen immer von Integration. Öffentlicher Raum ist der Raum der Integration. Dort findet Integration in allen Ebenen und durch alle Schichten der Gesellschaft statt. Ganz entscheidend. Das heißt, dort werden die Konflikte ausgetragen und so weiter und so fort. Auch ein Problem letztendlich der ganzen Ausbildung und der Probleme der Schulen. Das heißt, wenn öffentlicher Raum so aussieht und Sie wollen sich hier begegnen im öffentlichen Raum, dann haben Sie enorme Barrieren. Sie haben jetzt wieder gelesen vielleicht, dass ein 22-jähriges Mädchen von der Straßenbahn niedergeführt worden ist. Das passiert immer auf solchen Straßen, wo sozusagen eine Fahrbahn und ein eigenständiger Gleiskörper ist. Wenn man sich versucht, drüber zu retten, wenn einmal kein Auto kommt, und dann ist die nächste sozusagen Aufenthaltsfläche klarerweise, die wir auch wahrnehmen, weil Sie können nicht den gesamten Querschnitt wahrnehmen, insbesondere Kinder und so weiter. Sie retten sich sozusagen von einer Insel auf die nächste. Und wenn Sie glauben, Sie kommen sicher über die Fahrbahn und landen am Gleiskörper, dann kommt dann die Straßenbahn. Das heißt, das sind natürlich Querschnitte, die überhaupt nichts im Stadtgebiet verloren haben und die sozusagen nur in eine entmenschlichte Stadt passen. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem menschlichen Verhalten. So rennen aber die Leute durch diesen Straßenquerschnitt. So bewegen sich die Leute tatsächlich. Das ist das Verhalten und die Verhaltenswünsche der Personen. Das heißt, dort, wo eigentlich kein Zebrastreifen ist, weil vielleicht drüben ein Geschäft ist, wo man gerade hin will und so weiter und so fort. So bewegen sich in Wirklichkeit die Leute und so müsste auch eine Planung aussehen. Das heißt, das, was wir immer an Rechten der Verkehrsteilnehmer, die sich in Längsrichtung orientieren, geben, wird immer zum Unrecht jener, die sich quer zur Straße bewegen wollen. Ganz klar. Aber quer zur Straße, dort wo links und rechts die Häuser sind, dort sind die Sozialkontakte. Dort will ich hin, dort will ich rüber, wenn der Freund oder die Freundin vis-à-vis wohnt. Nur das ist das Problem, wenn wir sozusagen, das ist das Wahrnehmungsbild auf der Höhe des Kindes. Das ist der Ausgang von einem Spielplatz im 8. Bezirk. Und so schaut das aus, wenn Sie vom Spielplatz rauskommen. Das ist die Wahrnehmung der Kinder des Stadtgebiets und hinter Käfigen und hinter Gittern. Das heißt, das ist alles andere als das, was Bewegungsfreiheit sozusagen bedarf. Und Sie sehen ganz kurz noch, wenn man sozusagen das Tempo reduziert, dann kann ich auch entsprechende Nutzungen am Leben zuschauen, Tätigkeiten verrichten, entsprechend wieder steigern. Und Sie sehen, was da passiert, das sind die alten Untersuchungen von Apple Yard. Hier sehen Sie die Anzahl der Freundschaften und der Anzahl der Bekanntschaften, die mit der Zahl der Fahrzeuge nach oben hin sozusagen abnimmt bzw. zunimmt. Also oben habe ich viel mehr Freunde auf der anderen Straßenseite, das sind die sozialen Beziehungen zwischen den beiden Gebäuden, wenn Light Traffic ist und wenn also Heavy viel Verkehr ist. Das heißt, der motorisierte Verkehr im Siedlungsgebiet führt zu isolierten Menschen. Und wenn der Straßenquerschnitt so aussieht, ein typischer Straßenquerschnitt sozusagen, und Sie denken sich diese sozialen Beziehungen hier hinzu, das wäre eigentlich das Notwendige für eine soziale Stadt. Und das muss gar nicht die Freundin sein, sondern das geht auch um die Erreichung der Haltestelle und so weiter und so fort. Also das sind auch Aspekte, die man bei der Planung des öffentlichen Verkehrs berücksichtigen muss. Flächenverbrauch ist die alte Geschichte, das heißt, Sie können sich vorstellen, wie viel Fläche ich brauche für so einen Autobahnknoten. Sie können sich vorstellen, wie die Stadtstrukturen daneben aussehen müssen. Das heißt, das passt zusammen, nicht? So schauen die Strukturen aus, wenn Sie natürlich Autostrukturen bauen. Das heißt, das passt natürlich relativ nahtlos zusammen, ist vielleicht kein hohes oder kein gutes Bild für Stadtqualität. Und wenn Sie was wir nicht vergessen dürfen, wir sprechen immer, da müssen die Leute auch von A nach B kommen. Ja, die Frage ist sozusagen, wie und in welcher Effizienz. Und wenn Sie vergleichen sozusagen die Leistungsfähigkeit einer zweistreifigen Straße mit den alternativen Straßenbahnen, U-Bahnen etc. und den Omnibus, dann frage ich mich, na gut, wieso sozusagen steht die Straßenbahn bei uns noch immer in manchen Straßen im Stau, wieso haben wir noch immer keine konsequente Priorisierung des öffentlichen Verkehrs und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Sie sich anschauen, was auf der Südostangente mit einem Schnellbussystem bewältigen könnten, dann sehen Sie, wenn Sie eine Spur pro Richtung für einen Bussystem hergeben, können Sie die gesamten Verkehrsbelastung auf der Tangente damit bewältigen. Das heißt, Sie brauchen in Wirklichkeit auf der Tangente nur zwei Spuren, nämlich für Schnellbussystem. Dann haben Sie sozusagen den gesamten Querschnitt bewältigt in der Geschichte. In der Zwischenzeit reißt man ja diese Autobahnen wieder ab, also wir sparen jetzt diese S1 da draußen, im Grunde genommen, also die Umfahrung der Umfahrung, also wir könnten schon wieder die Südosttangente abreißen, klarerweise, und sozusagen, weil das ja innerstädtischer Lebensraum ist, denken Sie, wir haben dort U-Bahn-Stationen, wir haben Gasometer und so weiter, immer mehr Leute kommen in die Stadt, der Lebensraum geht uns ab, insbesondere durch die negativen Wirkungen dazu und Abfahrten etc. Gesundheitsgeschichte, Lärm, wenn Sie sich das anschauen wollen, das heißt, wenn Sie mal sehen, wie in Wirklichkeit diese Lärmbelastungsprofile auch bei Ihnen in der Umgebung aussehen, können Sie sich am Umweltbundesamt doch anschauen. Das ist das Problem, wir messen die Zeit, ich merke es jetzt gerade selber, immer subjektiv. Das heißt, für mich vergeht jetzt vielleicht die Zeit viel schneller wie für Sie. Sie merken es aber auch, wenn Sie beim Arzt sitzen.
Da kommen Ihnen 10 Minuten auf einmal vor wie eine halbe Ewigkeit oder eine halbe Stunde. Und dieselbe Geschichte gilt auch im Straßenraum. Dort würden Sie eine angenehme Umgebung haben, wenn Sie im Park spazieren gehen oder wenn Sie im Wald spazieren gehen oder irgendwo unter Bergsteigen sind, kommt Ihnen eine Stunde vor wie nichts. Wenn Sie aber in einem öden, toten Umfeld unterwegs sind, wo Sie schlechte Luft haben, Autoverkehr, Lärm, der Ihnen Stress erzeugt, letztendlich sehr messbar, sozusagen, dann nehmen Sie die Zeit ganz anders wahr. Und das ist das Problem. Sie sehen, die physikalisch gemessene Zeit muss nicht immer die Zeit sein, die wir sozusagen wahrnehmen. Das ist ganz entscheidend, wenn ich nämlich sozusagen mir anschauen will, was akzeptieren die Leute für Fußwege. Das heißt, wir akzeptieren ja ganz einfach, weil wir die Zeit nach einer bestimmten Funktion wahrnehmen und überbewerten, beispielsweise nur bestimmte Wegeweiten. Das heißt, Sie sehen hier die Akzeptanz und den Fußweg. Wir akzeptieren kurze Fußwege, akzeptieren wir eigentlich relativ rasch. Und bei längeren Fußwegen, dann schauen wir schon, wo gibt es Alternativen, wie kann ich die substituieren und so weiter. Das Problem ist aber, die Haltestelle ist meistens dort im Durchschnitt bei 300 bis 400 Meter und das Auto parkt eben dort, wo wir es gerne haben, nämlich in der Parkgarage oder am Parkplatz vorm Haus. Das heißt, Stadtstrukturen können entweder so aussehen, wenn sie sozusagen einmal wieder geheilt sind, das ist eine Gestaltung, die in Form der Stadthygiene, in Übereinstimmung mit der Stadthygiene stattfindet, oder so. Das sind Neubaustrukturen, die U-Bahn, U2. So bauen wir heute Strukturen im Jahr 2012. Da sind daneben Wohnsiedlungen und so weiter. Das ist der Weg zur U-Bahn heute. Das heißt, natürlich könnte ich sozusagen überlegen, was dort unten für Nutzungen stattfinden könnten und so weiter. Aber nach dem Motto Beton für alle gestaltet man hier heute in der Zwischenzeit die Stadt so. Und dann sozusagen, da fragt man sich, das ist ein paar Jahre vorher geplant und realisiert worden. Und dann fragt man sich, was hat man verlernt oder nicht verlernt. Aber es ist natürlich die Huldigung der Geschwindigkeit. Weil Sie sehen, die Parameter der U-Bahn benötigen einfach bestimmte Radien. Ich muss über die Autobahn und die andere Eisenbahn drüber hinweg und so weiter und so fort. Das heißt, Stadtstrukturen können klarerweise so oder so aussehen. Ich kann im Detail auch enorme Gestaltungsqualität sozusagen einfließen lassen. Es muss nicht überall Beton sein, aber da hat man eine hohe Affinität. Straßenbahn vertragt sich auch gut mit den anderen Menschen in der Stadt. Das heißt, das, was heute überall in Graz und Linz funktioniert, die Harmonie zwischen Fußgänger und Straßenbahn, sollte man in Wien auch einmal großflächig machen. Das heißt, das Problem ist der Parkplatz im Grunde genommen. Wenn Sie das Auto über die Tiefgarage in der Wohnung auf kurzen Wegen erreichen, haben alle anderen Verkehrsmittel keine Chance. Man spricht immer wieder, und Politiker machen das gern, ja, sowohl als auch Strategie. Ja, wir tun eh was für den öffentlichen Verkehr, aber hinterrucks investiert man jede Menge in den Autoverkehr. Und dann sollten sich die Leute entscheiden, was sie wählen. Und denken Sie an diese Verhaltensstrukturen und all das, was in den vorigen Folien basierend auf den evolutionären Prinzipien basiert gekommen ist, das macht keinen Sinn. Das heißt, ich brauche nicht einen Euro in öffentlichen Verkehr investieren, wenn ich hinten ein Dreiviertel oder einen halben Euro nur in den motorisierten Individualverkehr stecke. Selbst wenn es ein Viertel ist, geht es sich nicht aus. Aber wenn ich es mit dem vergleiche, was in den letzten Jahrzehnten in den Autoverkehr investiert worden ist, müsste ich eigentlich sofort auf null, bestenfalls noch Erhaltung, hinunterfahren. Das heißt, so werden alle Möglichkeiten für den öffentlichen Verkehr zerstört, wenn ich sozusagen hier den Parkraum bei der Wohnung mache. So mache ich aus den Menschen Autofahrern. Das heißt, der Parkplatz gehört klarerweise darüber, mindestens darüber, wo die Haltestelle des öffentlichen Verkehrs ist. Das heißt, so kann auch eine Stadt ausschauen, in Houston, die halt einfach aus Parkflächen besteht, nur mehr nicht. Und dazwischen finden halt ein paar sozusagen Nutzungen statt. Ganz klare Geschichte, ne? Das heißt, Stadtstrukturen, ich bin gleich fertig, können so aussehen oder so. Das ist aus einer Diplomarbeit von unserem Institut. Das heißt, der Straßenraum kann so aussehen oder so. Das heißt, Sie werden sagen, naja, super, das ist uns eh alles klar, aber im Diskurs natürlich mit den Menschen nicht. Da müssen Sie dann erklären, warum da auf einmal Bäume stehen. Dann gibt es vielleicht auch Bürgerinitiativen, die gegen Bäume auftreten und so weiter und so fort. Alles, alles da. Also der Diskurs in der Realität schaut natürlich ein anderer aus. Wir sind da ein abgeschlossenes Publikum, die wahrscheinlich großteils einer Meinung ist. Aber sozusagen den Leuten dann zu erklären, warum sie auf einmal hier das Auto nicht mehr haben, können, ist sozusagen ein Diskurs, der von allen Seiten kommen muss. Meine Agenda 21 und Ferdert und Bolt sitzen ja da, die das ja sehr gut praktizieren schon in den letzten Jahren, die den Diskurs von unten anstoßen, gemeinsam auch mit den Gebietsbetreuungen. Der muss aber klarerweise oben auch verstanden werden und umgesetzt werden. Und da dürfen sich sozusagen auch die Beamten nicht in irgendwelchen Richtlinien verstecken. Das ist die Geschichte der Geschwindigkeit. Das heißt, das, was ich am Beginn erwähnt habe, wenn wir natürlich sozusagen Strukturen bauen, die auf den Autoverkehr und auf die Geschwindigkeit des Autoverkehrs ausgerichtet ist, zerstören wir alle sozialen Strukturen, zerstören wir den Lebensraum, Verlust von Menschlichkeit und nachbarschaftlichen Kontakten und letztendlich die Stadt. Das möchte ich überspringen, das ist eine andere Sache, nämlich Geschwindigkeit und Politik. Das ist vielleicht, ganz kurz, haben wir noch 2 Minuten? Ausnahmsweise, oder? Also vielleicht ganz kurz nur.
Die Stadt war ja immer Zustand, war immer auch der Zustand oder mit dem Zustand des Rechts verbunden. Das Droit de Cité zeichnet ja das aus. Das heißt, Rechtssystem ist immer eine Frage auch des Stadtsystems. So ist er entstanden und die Geschwindigkeit löst das auf. Das heißt, Sie fragen sich zum Beispiel, warum sperren wir Menschen daheim ein oder sagen Älteren und Personen, wenn es Ozonalarm ist beispielsweise. Nicht? Ozonalarm, der durch den Autoverkehr und die Abgase sozusagen provoziert wird, sagen wir den Leuten, sie sollen daheim bleiben. Das heißt, Sie sehen eine klare Wertehaltung in der Struktur oder im Rechtssystem. Das heißt, das Rechtssystem hinkt ja massiv dem Autoverkehr hinterher, klarerweise. Der Autoverkehr hat das Rechtssystem um Längen überholt. Ort und Bindung sind Vorbedingungen der Siedlungseinheit und Kultur, das habe ich schon gesagt. In der Antike war das die politische Lebensverfassung, also der Schritt vom Privaten ins Öffentliche. Wir reden immer davon, es sind immer mehr Politikverdrossen und so weiter. Na klar, weil erst in der Öffentlichkeit hätten sie sich entfalten können und hätte Diskurs stattfinden können. Und diese Öffentlichkeit gibt es nicht mehr, weil dort die Öffentlichkeit ist besetzt durch das Auto. Das heißt, urbane Grundausstattung war immer der Dorfplatz mit dem Brunnen. Dort haben sich die Leute getroffen, was Wasser als gemeinschaftsgründete Unentgeltlichkeit, hat es Virilio damals genannt. Das heißt, Wahrnehmungsfähigkeit ist für die Identitätsbildung des Individuums unverzichtbar. Voraussetzung zur Entwicklung dieser Identität ist die Gemeinschaft, der politische Raum, der ist durch die Stadt abgesteckt. Sie sehen, abgesteckt und damit auch begrenzt. Und wenn Sie das jetzt in Verbindung bringen mit der Abbildung, wo die Stadt explodiert durch die Geschwindigkeiten, wo sich die Grenzen auflösen, durch suburbane Strukturen im Umfeld, wo nicht mehr klar ist, wo hört die Stadt auf, wo fängt das Umland an. Wissen Sie das noch, wenn Sie im 22. Bezirk unterwegs sind, diese Strukturen dort besuchen, wie ich es vorher gezeigt habe, ist das noch Stadt? Ja, weil es noch innerhalb der Stadt Wien. Aber sozusagen sind es Stadtstrukturen? Eher nein. Das heißt, Ort und Ethik, das, wo Vertrauen zu einem Ort, wo Bindung entsteht, das ist auch sozusagen das, was meine Denkweise, was meinen Charakter schulen kann und ganz klar im Zeitalter der Beschleunigung die Dauer, Demokratie und Diskussion, also die Grundlagen des Politischen brauchen immer Zeit und das gehört eben zum Wesen des Menschen. Das heißt, so schauen diese Strukturen dann letztendlich aus und das heißt kleinräumig, überschaubar im Maßstab des Menschen eben. Finally, Lebensqualität, weil es auch im Titel vorkommt, gutes Leben ist einmal vom Direktor der Europäischen Akademie ist einmal im Zusammenhang gebracht worden, gutes Leben heißt materieller Wohlstand. Ja, über den schlimmeren Schwachsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört, ist Doppeldoktor honoris causis. Das heißt, in Wirklichkeit, wenn man bei Aristoteles Bezug genommen, und wenn Sie aber dann nachlesen bei Aristoteles, was da drinnen steht, da kommt materieller Wohlstand nicht vor. Da kommt vor Glück, Verstand, Charakter, Tugenden und Umgang mit den Begierden oder Emotionen. Da steht bei Aristoteles unter gutes Leben, das bedeutet für die Staatsstrukturen Glück, Freude, Gleichheit, Attraktivität eben. Das heißt, so kann die Geschichte aussehen. Oder so. Ich habe es schön durch, das heißt, heute noch so, aber in Zukunft hoffentlich so, 13a, wo wir die Umplanung sozusagen dabei sind, die Machbarkeitsstudie. Wenn die Geschichten natürlich so aussehen, können Sie nur ins Shoppingcenter fahren, da hat der ÖV auch klarerweise keine Chance. Das beginnt von unten raus, die letzten Folien, Praxisbeispiel, menschengerechte Gestaltung, wo hier auf einer stark befahrenen Straße mal die Leute für 2 Tage sozusagen das aufgerollt haben, den Rollrasen, die Leute sind sich begegnet, es wurde mitdokumentiert, auf einmal haben sich Leute getroffen, die schon 20 Jahre vis-à-vis wohnen, die dann nachher auf ein Bier gegangen sind, Erfahrungen ausgetauscht haben etc. Das heißt, dort Kommunikation und Identifikation findet dort eben statt. Rückeroberung des Raumes, auch als so ein Beispiel, Rasen am Ring, wie es bei uns stattfindet. Asphalt beraten, bitte. Sie sehen, auch so kann man Straßenraum nützen. Also ich glaube, es gibt eine vielfältigen Möglichkeiten, Gehsteig-Guerillas, also Sie sehen, es sprießt ja eh schon von unten einiges rauf. Oben mauert man noch ein bisschen, aber das wird auch nicht mehr lang halten. Diverse Straßenfeste sozusagen. Schulwege im Vergleich, so kann ein Schulweg auch aussehen. Von den Kindern in Nepal. So gehen die wirklich dort zur Schule, so gehen sie bei uns zur Schule. Und jetzt werden Sie sagen, ja, das ist ja unterentwickelt, ne? Die haben ja nur ein BIP von 459 Dollar pro Kopf und pro Jahr und wir haben ja hier das Hundertfache. Wir haben ja 50.000 pro BIP pro Kopf und pro Jahr. Sie sehen, wir haben vielleicht die falschen Indikatoren, die falschen Maßeinheiten für das, was wir als gutes Leben oder Lebensqualität bezeichnen. Das heißt, das bezeichnen wir als Fortschritt. Mut, mancher wird erst mutig, wenn er keinen anderen Ausweg mehr sieht. Vielleicht wird auch schon langsam Zeit, aber vielleicht noch viel mehr das wichtig ist. Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Vielen Dank.